unser Füllkurde gecancelt. Das haben wir gerade erst erfahren und mein Kopf ist so, what? Und ja, wir werden auch vor morgen nicht zurückfliegen. Das Coole ist, wir schreiben eigentlich morgen eine Englischarbeit, die wir dann nicht schreiben. Und das ist ziemlich cool. Und ja, wir müssen dann jetzt noch in den Familien bleiben. Und ich bin so, oh mein Gott, ich finde, das ist voll verrückt. Und oh mein Gott. Also mal ein kurzes Update. Es wurde jetzt gesagt, dass wir frühestens samstags fliegen können, aber das ist auch noch nicht sicher. Dass sich jetzt erst anfängt, das Reisebüro darum zu kümmern. Einer fliegt jetzt schon vor, heute Abend, weil die noch in Urlaub müssen, weil wir ja Ferien hätten. Dass wir am Sonntag fliegen, ganz früh, aber das ist auch noch nicht safe. Ich bin mal gespannt, was so passieren wird. Hallo. Also wir gehen jetzt in, ich glaube, 10 Minuten oder sowas los und gehen dann shoppen. Vielleicht zu Victoria's Secret, das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt hatte. Unsere Lehrerin hat jetzt safe ein Flug gebucht, der nicht gecancelt wird, für Montag um 9.45 Uhr morgens. Und das heißt, wir werden statt 6 Tage 10 Tage bleiben. Und ich finde, das ist ja mal so krass. Und ich weiß nicht, es fühlt sich echt so an, als wäre ein Ping-Pong-Ball in meinem Kopf. So, Victoria's Secret, here I come. Wir sind jetzt hier bei so einer Mall angekommen und gehen jetzt shoppen zu Victoria's Secret. Ich freue mich schon. Und wir haben gerade irgendwie noch so ein bisschen von der Bank gewartet. Naja, nicht so schlimm. Und das war irgendwie voll komisch, weil da waren so auf so einer Straße, auf der wir so hier hingegangen sind, waren da irgendwie so mega so dünn angezogene Frauen, die so voll große Feuer gemacht haben. Das ist irgendwie voll, voll komisch. Hola, Emmy. ¿Qué tal? Muy mal. Es gibt hier leider keinen Victoria's Secret in der Mall, aber wir werden mal gucken, vielleicht am Flughafen, wenn wir da dann was kaufen. Ich habe mir jetzt ein Eis geholt und what's with my nose? I don't know. Und das war so voll teuer. Das hat einfach so 3,50 € gekostet. Also ich überlege gerade, diesen Pullover zu kaufen. Ich finde eigentlich, ist der mega schön. Ich glaube, ich kaufe mir den und noch so ein T-Shirt da. Now watch Scanlan's talent do it. Do something crazy. Also wir chillen gerade nur bei KFC, weil wir waren ja shoppen und ihre Mutter muss uns jetzt abholen und die ist halt nicht da und da warten wir halt gerade. Also ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt gezeigt habe, aber ich habe diese zwei Sachen gekauft. Das ist ein Mitbringsel für Theresa, meine beste Freundin. Und dann habe ich die zwei Sachen geholt. Das ist für meine Schwester. Und dann noch diese super coole Handyhülle. Ich finde das mega, mega cool. Das habe ich gekauft, als ich in Toledo war. Und also das war der Vlog, wo ich den roten Pulli getragen habe. Und das hier habe ich mir heute gekauft. Das ist von Pull & Bear und ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Jetzt kommt ein Pullover. Ich glaube, ich werde vielleicht auch ein Bild gerade einblenden. Aber
ich habe diesen Pulli geholt und ich finde, der ist richtig, richtig cool. Ich bin so, wuh. Und das war eigentlich voll günstig, von daher so, puh. Und ich weiß nicht ganz, ob ich das Video jetzt so genannt habe, aber ich hatte vor, es Don't Click on This Video zu nennen, weil ich glaube, das war ziemlich langweilig, aber ich fand es cool, euch zu updaten, weil es ist einfach voll krass, dass unser Flug gecancelt worden ist. Ich kann das so irgendwie immer noch gar nicht glauben. Und wir werden Montag um 8:45 fliegen und das ist voll krass. Also ich finde es cool, weil mir wäre sonst nur langweilig. Und wir haben überlegt, dass wir jetzt weil wir müssen in Musik so einen Film drehen, dass wir, weil das wird wahrscheinlich nicht klappen, dass wir den Film hier drehen. Aber die Person, mit der ich das machen will, hat irgendwie nicht so Lust darauf. Naja, mal sehen, was so passieren wird. Ich bin voll gespannt, weil das ist so...